Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Assassin's Creed. Und wir sind das letzte Mal in Damaskus stehen geblieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Person heißt, die wir hier töten müssen. Haben wir irgendwo mögliche Optionen? Warte mal, ich muss noch ganz kurz die Steuerung anpassen. Genau. Und zwar war das... Ja, da, doch. Nein, 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 nein. Nein, so, jetzt. Ja, ich will sie anpassen, bitte. Genau, hier. Nein! Steuerung anpassen, so. Oh, das ist schon allein hier. So, das hier will ich dort haben und dort. Genau, jetzt müsste es passen. Okay, Grafikeinstellungen passen soweit oder kann man die irgendwie noch höher stellen? Auflösung ist schön. Schatten, Grafik, ja, ja, ja. Helligkeit passt so. Auf Multisampling komme ich nicht. Okay, gut, dann passt es. Jetzt heißt es, wir müssen Informationen sammeln. Und... Stirb, Dieb. Au. Ja. Was hat sie getan? Hopp, weg mit dir. Lass die arme Dame in Ruhe. Komm her. So, und tschüss. Au. Ja, nerv doch nicht. So. Weg mit dir. Oh, sorry. Das habe ich aus dem Ziel geschlagen. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Oh, okay. Was hier so. Aber so wie die ausschaut, kann ich schon verstehen, warum sie gebombt worden ist. So. Partisanen helfen ihnen, indem sie ihr Verfolgung ablehnen. Okay. Er hat gerade jemanden umgebracht. Ja, ich brauche wieder neue Aussichtsplattformen. Und dann gehe ich doch mal gleich dieser hin. Oh! Ich dachte schon, ich fall ganz runter. Ich verletze mich nicht. Mein Gott, lasst mich doch in Ruhe. So. Geschäft ging schlecht. Niemand in Jerusalem wollte seine Ware. Die Baum. Es ist übrigens sehr schön, dass du Let's Playen, denn hier redet immer irgendjemand. Wenn ich erstmal ruhig bin, höre ich denen ganz, ganz zu. So, und es ist, schaut doch das an. Es ist wunderschön, finde ich. Ich finde das super geil. Die Idee, was sich die Entwickler hier an Gedanken gemacht haben, einfach nur perfekt. So, springen. Hopp. Und, servus. Oh, da gibt es einen Schläger mit eine glückliche Fügung für beide. So nah. Jeder hatte, was der andere brauchte. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Ja, man kann wie gesagt zwischen den Waffen wechseln. Bei solchen Schlägermissionen sollte man nicht unbedingt zum Schwert oder zur Klinge greifen. Das könnte ziemlich böse enden. Oh, schaut mal. Bam. Hopp! Dich boxe ich jetzt einfach mal die ganze Zeit. Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders. Unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen.
Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Wunderbar, nett. Befragt, aber dann trotzdem getötet. Schön. Okay, Tamir ist damit beschäftigt, die Waffenproduktion zu überwachen. Tamir ist also derjenige, den ich töten muss. So. Okay, jetzt da ist wieder irgend... Kann ich jetzt noch Informationen beschaffen? Okay. Geht weg. So, ich muss mal ganz kurz meine Zigarette anzünden. So. Wunderbar. Was mache ich als nächstes? Ich werde hier auf jeden Fall auch alles machen. Keine Angst. Ich glaube, ich gehe zum Informationen. So, hi. Friede sei mit euch, alter Ehe. Oh, nee. Stimmt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Oh, wunderbar. So, ich habe jetzt 1 Minute 30 Sekunden Zeit, zum Ort des Geschehens zu kommen. Ich hasse solche Sachen. Besonders, weil... Genau deswegen. Die Steuerung ist jetzt nicht unbedingt immer so genau, gerade in... beim ersten Teil. Und genau deswegen. Weißt du? Ah! Das kostet halt alles 1000 Sekunden Zeit. Was tut er denn? Oh, ich hasse diese Missionen. Ich hasse diese Missionen wie die Pest. So. Ja, komm, runter. Perfekt, geschafft. Habt ihr alles erfahren? Nein, noch nicht. Seid ihr wohl auf? Ja. Seid nicht beschämt, wenn der Auftrag euch überfordert. Das passiert auch den Besten von uns. Vielleicht gibt es einen Botengang für euch. Genug jetzt. Ich wollte nur helfen. Finde ich übrigens... Habe ich das jetzt... Nee, das habe ich nicht geschafft. Das war der Falsche, ne? Och, das war das Falsche. Oha. Okay. Ich dachte mir schon, warum ich so viel Zeit noch über hatte. Hopp. Hopp. Was tut der da? Meine Güte. Okay, nochmal diese Mission starten. Damit ich sie hinter mir habe. Das sind immer so die Missionen, wo ich froh bin, wenn ich sie geschafft habe. So, wo muss ich hin? Ach so, ich muss zu dem anderen Speed-Informationsrennen. Wunderbar, gut gemacht. Gut gemacht, das wollte ich eigentlich auch nicht. So, hopp, weiter. Es muss schneller gehen, mein Freund. Okay. Über die Dächer ist man halt meistens ein bisschen schneller. Bürger, hört mich an. Hi, grüß dich. Oh, man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Okay. Gut. So, in der Stadt Hilfe finden. Und bei der Flucht... Ja. Das sind so Sachen, die man halt einfach machen kann, um die letzte Mission sozusagen dann leichter zu haben. Ja, kommt nur, kommt nur. Man kriegt immer mehr Informationen und die können einem wirklich weiterhelfen. Warum tut er das wohl? Hopp. Eine Bank? Wo ist hier eine Bank? Setzen Sie sich auf eine Bank. Wo ist hier eine? Ah, hier. Sorry. So. Perfekt. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen.
wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Sehr schön. Also jetzt haben wir auch schon mal herausgefunden, wie wir reinkommen. So. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Was ist denn das für eine Mission? Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Dann, wenn ich erwachsen bin. Also nie. Oh, hier ist ein Mensch zum Retten. Zack. Hinfahrt. Bam. Ich will mein Schwert haben. Ups. Okay. Zack. Oh, nerv. Halt. So, der erste ist weg. Komm, töte den noch einfach. Perfekt, perfekt. Und du bist auch weg. Und du stirbst jetzt auch. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Jo, kein Problem. Mach ich. So, 3 von 12 Bürgern schon gerettet. Wunderbar. Ich sollte mal vielleicht andere Aussichtspunkte noch entdecken. Aber machen wir zuerst die Aufgabe hier. Komm her, hierher. Er würde nur so etwas Furchtbares tun. So, und je nachdem, wie oft man halt einen Bürger rettet, dementsprechend bekommt man dann einen neuen Synchronitätsbalken. Oh, das dauert aber noch. Die können einem später echt den Arsch retten. Hier findet ihr alles, was ihr begehrt. Es gibt nichts, was ich nicht habe. In den anderen Spielen ist es dann mit der verschiedenen Rüstung, die man dann bekommt. Ah, Taschendiebstahl. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. So. Geh ran vorbei. Komm. Ich schau dich nicht an. Hört ihr, was ihr seht? Hopp. Und schon hab ich's. Brief, der aussagt, dass Sam mir eine große Lieferung plant. Oh, scheiße. Wo ist der Brief? Es ist kein anderer da, außer ich. Wie kann denn das sein? So, retten wir den Bürger. Geht eigentlich schneller, als ich es in Erinnerung hatte. Lass ihn in Ruhe! Ah! 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 Stirb! Du nicht, du stirbst! So. Ich will die Konterfunktion haben. Der macht Spaß. Dann wird es total einfach. So, komm her. Zack, weg. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Das bezweifle ich. Was ist hier geschehen? Ah, okay. Hier haben wir wieder Kartisanen. 4 von 12. Okay. Schön. 5 brauche ich noch, um einen neuen Balken dazu zu bekommen. Runter. Was mag ihn zu solchen? Das tut bestimmt weh, muss ich ehrlich sagen. So, aber jetzt erstmal die restlichen Aussichtsplattformen entdecken. Hopp, hopp. Weiter nach oben, mein Freund. Noch weiter. Ist leider ein bisschen schade, dass es hier noch so, ich sag jetzt mal, monoton ist. Es sieht eigentlich alles fast gleich aus. Es ändert sich dann aber in den späteren Spielverläufen. Aber es schaut trotzdem genial aus. Ich will nicht wissen, wie viel Arbeit sie reingesteckt haben, nur um diese Städte zu bauen. So. 4 von 9 Aussichtspunkten. Flop. So,
So, da haben wir wieder eine Taschendiebstahlmission. Es muss etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm. Es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit. Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt. Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul Nukut. Dem Händlerkönig? Der empfängt euch nicht. Das muss er nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. Boah, ich klaue doch nur Briefe, oder? Kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Und tschüss. So, Karte des Sog, die zeigt, dass nordöstlichen der leichten Zugang zum zentralen Hof ermöglichen. Wunderbar. Und auch gleich wieder ein Mensch, den wir retten können. Ich werde dir die Hände abschlagen. Lasst ihn! Nee, das ist eine Sie. Euer Leben ist verwirrt. Ups, sorry. Komm her. Gib mir doch nicht auf den Sack. So. Ey, ohne Witz. Hör auf. Tschüss. So. Checkpoint erreicht. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Boah, bitte nicht. So wie du ausschaust, möchte ich das nicht. So, jetzt geht's auf jeden Fall zum nächsten Aussichtspunkt. Der ist hier. Okay. Er sollte hier nicht so rennen. Wieso? Lasst mich rennen. Es macht Spaß. Seid nur neidisch, dass euer Körper nicht so durchtrainiert ist wie meiner. So. Ich glaube, es gibt hier noch zwei Missionen, die ich machen kann. Ich bin froh, dass ich diese Zeitmission schon geschafft habe. Die sind echt die Hölle. Hopp, hoch mit dir. Adlerauge. Oder so. Ich glaube, allein mit diesen Synchronisationspunkten hier, die Aussichtsplattformen, wollten die Entwickler einfach nur ihr Werk nochmal ein bisschen ehren. So. Geht ihr weg? Lass! Wieso werden hier eigentlich nur Frauen vergewaltigt? So. Kommt her. Ab. Der stirbt auch ganz schnell und... Angriff ist die beste Verteidigung. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ja. Ich schulde euch meine Freiheit. Du schuldest mir ganz, ganz viel, mein Fräulein. So, jetzt haben wir hier drei in der Reihe. Die werden wir auf jeden Fall noch machen. Wie lange haben wir denn noch? 2 Minuten. Oh, vielleicht werden wir es doch nicht so lang machen. Guck mal. Könntest du da hoch? Hoch, ich möchte da bitte hoch. Danke. So. Boah, labern die Schrott. Ohne Witz. So, wie komme ich da am besten hoch? Oh, das ist etwas größer. Da muss ich mir jetzt überlegen, wie ich hochkomme. Hopp. Komm ich... Nein, da komme ich nicht hin. Sehr schön. Das sieht alles irgendwie so aus, als ob ich da... Ah, da. Okay. Ich habe nichts gesagt. Es gibt immer eine Möglichkeit. Hopp. Und hopp. Wunderbar. Hallo. Na? Kein Problem. Oh, kann der nicht schneller sterben? In der Zwischenzeit schaue ich mich hier schon um. Die türkische Nationalflagge. Und 6 von 9 erreicht. Wunderbar. Oh, eine neue Mission. Die schaue ich mal an. Wie lange haben wir noch? Ja, okay. So. Alter, ihr. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen. Und nun verfolgen sie mich. Bitte beschützt mich. Und ich werde mit euch teilen.
Oh, ich muss ihn eskortieren. So. Ihn beschützen und ihn zum dementsprechenden Ziel bringen. Eieiei. Ich habe mir natürlich die beste, die jetzt wahrscheinlich am längsten dauert, von den Missionen am Schluss ausgesucht. Gut. Effektiv. Hallo. Hier findet ihr alles, was ihr begehrt. Die greifen mich nicht mal an. Rettet mich, Bruder! So, zack. Hopp, du stirbst jetzt auch. Hey, hört auf, die Unschuldigen zu töten. Das darf nur ich. So, weg mit dir. Und die Aufgabe ist noch nicht beendet. Nein. Habe ich schon einen Synchronitätsbalken dazu bekommen? Ich hätte gedacht, dass ich weniger hatte gerade vorher. So. Die greifen mich bestimmt auch noch an. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt sind wir in Sicherheit. Ach so, okay. Von nun an schaffe ich es alleine. Nehmt dies. Hoffentlich hilft es euch bei eurer Mission. Es scheint eine Einladung zu sein. Tamir befindet sich im Sog, okay. Das heißt, theoretisch hätte ich jetzt eigentlich schon genug Informationen gesammelt, um ich sag jetzt mal, Tamir ausfindig zu machen. Zu wissen, wann er wo ist und wie man am besten da reinkommt. Aber wie gesagt, ich möchte die Aufgaben hier alle machen. Und von daher, ach komm, das sind ein Ausplays-Plattform. Die können wir noch machen. Das wird euch das Leben kosten. Oh, ich muss darüber. So. Es hört sich so an, als ob ich hier gleich jemandem helfen müsste. Ich bezweifle, dass sie einen gehen lassen. Nachdem sie sagen, stirb, Dieb! So. Auf geht's, da hoch bitte. Kurz synchronisieren. Damit wir auch unsere Karte schön voll kriegen. Hehehe. So, und in der nächsten Mission, in der nächsten Folge, werden wir dann wahrscheinlich die erste Mission hier in Damaskus fertig machen. Also sprich, die restlichen Bürger hier noch retten, Aussichtsplattformen machen und dann Tamir irgendwie begegnen. Und ja, ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder zu, wenn es dann wieder heißt Let's Play Assassin's Creed. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.